Nicht ins Minenfeld, doch ins Minenfeld. Ich weiß ja nicht. Aber wir versuchen es mal. Er darf nicht sterben, aber wir müssen ihn so ein bisschen ankratzen. Die hat Druck, die Knarre. Da kann er nicht so viel anstellen, da unten, habe ich mir jetzt gedacht. Es sei denn, er schießt jetzt auf Barry. Nein, bitte nicht. Das wäre ganz unklug. Oh nein, was nimmt er sich jetzt? Nein. Nein. Ganz, ganz schlecht. Nicht ins Minenfeld. Was liegt an? Du musst dahin und ihn ablenken. Und schnell dahin die Kiste einsammeln, bevor er die einsammelt. Also Barry lebt noch. Der ist glücklich gelandet. Wir nehmen die auch noch mit. Ach, nicht doch. So. Und schieß nicht auf Barry, du Arsch. Dreh dich um. Du sollst dich um. Die Kiste ist weg, da brauchst du gar nicht hinlaufen. Ja, was machst du jetzt, ne? Ja, das ist gut. Ja, nee, ist klar. Ja, was machst du? Du hast nicht so viel Energie, ne? Du gehst zum Spion und ihr haltet euch gemeinsam. Das ist eine gute Idee. Komm mit. So. Melde dich bei Leon. Und dann machst du das hier. Nochmal aussetzen wäre gut. Oder die beiden. Kill die beiden. Die haben gerade volle Energie. Das ist gut. Ein Stück nach links. Da stehen sie. Genau. Das machst du. Das ist gut. Für euch ist der Krieg vorbei. Scheiße. Ja. Da kommt Nachschub. Ja, das habe ich jetzt nicht mehr so im Kopf gehabt. Jetzt haben wir wenigstens unseren Orden. Wie viel Energie haben wir denn noch? Über 100. Ja, komm, wir düsen los. Wir sollten dem noch eine verpoolen. Das hatte ich jetzt nicht mehr auf dem Zettel. Hätten wir das in der ersten Runde gleich geschafft, dann wäre uns einiges an Ärger erspart geblieben. Oh nein, nicht alle auf jetzt. Oh, das ist blöd. Ja, hui. Wie jetzt? Oh. Wenn du diese Schlacht gewinnst, erwartet dich eine Konfetti-Parade. Erstmal muss ich die überleben. So, wir müssen hier mit runter. So, runter, 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 runter. So. Was bist du denn für einer? Kein besonders starker, sagen wir mal so. Was machen wir denn jetzt? Ich habe keine Ahnung. Wir töten dich. So ein bisschen. Und ab dafür! Das war ganz scheiße. Das Level lief so gut, ne? Ich hatte den Plan eigentlich so schön raus und jetzt ist alles wieder kacke. Jetzt wird das hier wieder ein Kampf um Leben und Tod. Richtiges Kampfschwein, mein Junge! Weiter so! Irgendwie ist er nicht ganz im Bilde.
Hat er schon mitgekriegt, dass wir so ein bisschen sterben? Ja, pass auf, du kriegst jetzt eine Mine. Und dann rennen wir zum anderen hin und geben den einen Dynamit. Geben wir ihm, ja, hört sich nett an. Schenken wir ihm zum Geburtstag. So. Leider können wir den jetzt nicht aus dem Bildschirm bomben, dafür ist er nicht nah genug dran. Aber wir versuchen das Möglichste. Hauptsache, er geht gleich auf uns. Also auf den hier, meine ich. Der hat noch 10. Der hat noch 6. Sollte zu schaffen sein. Oh nein. Na schön. Hat zum Glück nicht optimal getroffen. 59. Was hat unser Feldarzt? 28. Wir töten den da hinten. Nee, das können wir nicht machen. Wir töten den und hoffen dann, dass der nicht auf den Feldarzt schießt. So machen wir das. Alle, schick dir das rein. So. Tot bist du. Ach, Kleinigkeit. So, jetzt müssen wir beten, dass er nicht irgendwas Blödes macht. Komm, kannst auf alle schießen, aber nicht auf den Feldarzt. Das sieht schon mal gut aus. Mahlzeit. Das sollte er überleben. Ja, komm, du machst ihn jetzt kalt. Da haben wir uns wieder unnötig in große Gefahren gebracht hier. Das hätte ich schon viel früher entscheiden können, aber ich musste ja unbedingt... Ja, das war auch wichtig. Ich musste unbedingt dieses Dings, diesen Orden haben. So, erledigt. Okay. Diese Mission haben wir auch gerade noch so hinbekommen. Eigentlich war das eins meiner Lieblingslevel, aber das ist gerade ein bisschen ausgeartet. In Stress. Naja. Wir haben 3 Orden bekommen, das heißt... Nachschlag gefällig, das kennen wir alle schon. Mann, 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 wie oft denn noch? Darauf ein Tee. Echt. So, ein Level noch, dann haben wir den zweiten Kontinent und dann mache ich, glaube ich, auch wieder einen Break. Unser Sunny, der wird auf jeden Fall befördert. Zum... Also Feldarzt, jetzt ist er Chirurg. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ein Chirurg im Krieg. Na gut, warum nicht? Warum nicht? So, das letzte Level für den letzten Kontinent. Für diesen nächsten Kontinent. Und dann sind wir schon wieder so weit. Dann kriegen wir wieder zur Belohnung wahrscheinlich 5 Orden, glaube ich, extra. Ist, glaube ich, so. Ja, dann wollen wir mal zusehen. Okay, Mission starten. Jetzt fehlen aber noch die Russen. Jetzt kommen noch die Russen. Jo. Und wie das aussieht, geht das nächste Level dann mit den Engländern los. Also der nächste Kontinent. Ich glaube, wir wandern erst unten nach Haxland. Aber mal sehen, da ist... Laut Karte ist da Schnee. Irgendein Schneelevel erwartet uns. Ja, total Schnee. Wüste. Oh nee, ein dickes Ding. Ja, das ist ein Scheißlevel. Der zweite Versuch dieses Levels. Ich bin eben schon einmal draufgegangen. Wie gesagt, habe ich rausgeschnitten. Weil das ist ein langes Level und... Ja, wir müssen das nicht alles wieder sehen. Gut, also. Dieses Level ist etwas komplizierter, weil wir hier lange Wege gehen müssen. Und unsere beiden Minensucher, sage ich jetzt mal, unsere beiden Pioniere, beziehungsweise Saboteure, beziehungsweise Ingenieure, müssen halt einmal um den ganzen Berg wandern, weil auf dem Berg 2 große Geschütze stehen, die wir vernichten müssen. Und bei den Geschützen ist noch so eine kleine Kiste mit einem Orden drin, den wir natürlich haben wollen. Ups. Na, falsche Richtung gerutscht. Okay. Okay, das sollte nicht passieren. Na gut, sind wir nicht allzu weit gekommen.
Diese Geschütze haben Granaten bei sich. Mit denen die aber zum Glück überhaupt nicht zielen können. Das ist der Vorteil. So, mit dem bleiben wir hier vor Ort. Schnappen uns hier mal das Dynamit in dieser Kiste. Und dann suchen wir uns eine Stelle, von der wir aus nach oben schießen können. Ich stelle mich mal ans Wasser. Ich glaube, das ist cleverer. Ich hoffe, dass es cleverer ist. So, und da auf diesem kleinen Felsen, da steht eine Kiste. Die schießen wir ab. Das ist natürlich wieder so eine Fragezeichenkiste, ne? Ganz schwer getarnte. Und ich habe ihn getroffen. Mehr wollte ich eigentlich nicht erreichen. Bitte ins Wasser, bitte. Ja, daneben ist auch gut. So, unser Arzt kommt aus dem Lazarett gesprungen. Sollte er sich diese Kiste schnappen? Ja, warum nicht? Komm, nimm sie mit. Mit dem gehen wir mal hier hoch. Mit dem versuchen wir mal, diese Geschütze zu irritieren. Das hat eben nicht so gut geklappt in meinem Versuch davor, aber ich lasse nicht nach. Okay. Hier ist, glaube ich, ja, hier ist ein Mörser drin, mit dem ich eigentlich nicht so gut um kann. Aber da ich ja eben schon damit daneben geschossen habe, müsste ich jetzt ja eigentlich ganz gut treffen können. Also wir müssen noch steiler als eben hoch. Versuchen wir es mal so. Der trifft ein bisschen besser. Na doch, ein bisschen. Bisschen besser. So, was machst du jetzt? Erstmal irritiert durch die Gegend laufen. Wieder Gas, hat er eben auch schon gemacht. Aber das könnte ins Wasser gehen diesmal. Tut's auch. Schön. Sehr schön. Unser Ingenieur. Der muss eigentlich mit rumlaufen, aber jetzt habe ich gerade so eine Idee. Nee, egal. Oder doch, ich weiß. Ah! Ich bin mir nicht schlüssig. Doch, ich bleib hier. Egal. Ich will jetzt den da oben runterballern. Versuchen wir hiermit. Der müsste da irgendwo stehen, ne? Versuchen wir es mal. Wie erwisch ich? Hoffentlich. Ja, aber er rutscht leider nicht runter. Schade. Schieß hier vorne auf unseren Chirurg. Das trifft er nämlich meistens nicht. Also, sonst hat das immer geklappt, wenn ich mich da vor die Mauer gestellt habe. Dann haben sie auch drauf geschossen. Aber heute? Nee, heute will er nicht. Oder wo schießt er jetzt hin? Jetzt lassen wir es ein bisschen krachen. Den willst du erwischen? Ey, du hast perfekt getroffen, Junge. Ja, Wladimir. Also, wenn das nicht mal ein guter Schuss war, ne? Okay.